ganz in den Süden, aber zumindest ist mal wieder da, wo ich geboren bin. Ja, das Kapitel heute, oder der Vlog heute heißt Rallalein zu Haus. Ja, mal ist es heute auf einem Friseur-Event und das ist ja nichts für mich. Das hat zwar auch was mit Farbe zu tun, aber die Farbe klatsche ich auch mal anders drauf, nie auf den Kopf. Ja. Und wie gesagt, ich fahre jetzt mal nach Krefeld. Mal gucken, was ich so erlebe heute. Da lasse ich euch wissen, was das alles ist. Also seid mal gespannt. Bis dann. Ja, und dort hinten ist auch noch ein markantes Objekt aus meiner Jugend. Dort bin ich früher mit meinem Vater immer hin zum FC Bayer 05 Uerdingen. Ja, da haben wir auch Höhen und Tiefen miterlebt, Bundesliga-Aufstieg und so weiter und so fort. Ja, lang ist her. So, und nun bin ich im Zoo, im Krefelder Zoo im Regenwaldhaus. Da bin ich früher auch sehr oft gewesen im Zoo. Aber da gab es das Regenwaldhaus noch nicht. Ich stand hier mal. Kann man nicht anders sagen. Hier am Arbeiten sind. Oh, und jetzt bin ich im Schmetterlingshaus. Das ist echt interessant. Schmetterlinge hier einzufangen mit der Kamera ist schon nicht einfach.
Ja, ihr Lieben, jetzt mache ich mal eine kleine Pause. War ja gerade im Schmetterlingshaus. Da war noch wärmer wie draußen. Also jetzt haben wir hier schon draußen fast 30 Grad. Und jetzt musste ich mal ein bisschen raus. Die Stirn war doch schon sehr verschwitzt. Ja, mal gucken, was ich noch so mache. Vielleicht mal erstmal was trinken, nach dem ganzen Schweiß baden. Und dann schauen wir weiter. Ja, das ist so ein bisschen der Weg durch die Vergangenheit, ne? Was ich jetzt heute mal mache, wieder. Der Zoo, der besteht ja schon seit ewigen Zeiten hier. Und das ist jetzt schon bestimmt 30 Jahre her, wo ich hier das letzte Mal war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der ist ganz schön zugewachsen mittlerweile. Ich habe ihn ganz anders in Erinnerung. Früher war es viel offener hier, aber hier jetzt hast du wirklich alles großer Baumbewuchs hier. Viel Schatten auch, teilweise auf die Bänke, die im Schatten stehen, dass man sich da ein bisschen ausruhen kann in den Sommermonaten. Also wirklich hat sich einiges getan. Ja gut, 30 Jahre, ne? Oder noch länger. Ja, und jetzt bin ich im Vogelhaus. Da fühlt man sich schon wie in den Vogel irgendwie. Ja, hier kann ich mich erinnern, dass ich hier also sehr oft und sehr lange gesessen habe. Sind echt schöne Vögel. Ja, und jetzt bin ich an dem nächsten Ort angekommen auf meiner Krefeld-Reise. Jetzt bin ich im Botanischen Garten im Schönwasserpark. Ja, da habe ich mich früher auch sehr oft rumgetrieben als Jugendlicher. Ja, und jetzt gehe ich hier nochmal durch und zeige euch so ein paar Impressionen hier von dem Botanischen Garten. Ja, jetzt werde ich hier mal runter spazwandern. Mal gucken, ob wir hier noch alles entdecken. Naja, ist jetzt eher mal wie ein großer Park, nur dass halt hier an den Pflanzen die Namen der Pflanzen stehen. Denke ich mal. Würde ich hier so mal durchgehen und dann weiter auf Tour gehen. Naja, so die Erinnerungen, die sind ja immer so, desto älter die sind, desto schwammiger wird das ja. Aber trotzdem schön. Ja, hier nochmal das schöne Wasserhaus von der anderen Seite. Dort hinten die Platanen. Jetzt mache ich wieder einen Weg zum Auto. Ja, aber ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, es ist eine tolle Sache, wenn in der Stadt auch ausgedehnte Grünflächen sind, wo man mal raus in die Natur kann und sich mal ein bisschen regenerieren kann vom stressigen Alltag. Und hier in Krefeld ist das wirklich auch so gelöst, dass von einem Park es eigentlich nur mit einer Straßenüberquerung in einen anderen Park geht mit halt einem anderen Namen, weil das halt wieder ein anderer Bezirk ist. Und da kann man laufen, laufen, laufen. Und hier ist das zum Beispiel so, du kannst hier, das sind mit Sicherheit gute
fünf Kilometer dicke, dann bist du dann an dem nächsten kleinen Park, sage ich mal, aber das gehört dann zu der Buschlin. Und dann hast du ja auch wieder jede Menge zum Laufen. Das ist schon viel Grünfläche hier in Krefeld. Die haben schon eine große grüne Lunge. Ja, dann schauen wir mal, wo es mich jetzt als nächstes hinführt. Ja, ihr Lieben, bin wieder zu Hause, stehe in der Tiefgarage. Es ist kurz vor 5. War ein angenehmer Nachmittag mit der kleinen Fahrt durch die Vergangenheit. Ja, war mal wieder interessant, so ein bisschen die alten Orte ein bisschen zu sehen. Man kennt sich ja sofort aus, das ist ja phänomenal, ne? Auch so nach so langer Zeit. Und ja, ich hoffe, der kleine Vlog durch die Zeit hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch. Ein kleiner Kommentar wäre nett. Ansonsten freut euch auf das nächste Video aus der Sparte Kreta. Habt noch einen angenehmen Tag. Kommt gut in die neue Woche. Dann bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.